ho! Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 und ich muss sie gleich wieder killen am Anfang, weil wir natürlich wieder im Livestream sind, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge NF Marsch, hier heute am Donnerstag. Ist eigentlich schon Feiertag? Ne, warte mal, Donnerstag ist doch Heiliger Abend, oder nicht? Ich glaube schon. 22.30 Uhr, doch, Donnerstag ist Heiliger Abend. Ich komme rein, sehe, das Intro läuft. So, was haben wir heute vor? Es ist natürlich nichts passiert zwischen den Aufnahmen. Gar nichts. Ihr habt nichts verpasst. Zwinker, zwinker. Ich bin auch nicht mit dem Kalkstreuer auf dem falschen Feld gestanden. Nein, alles gut. Es ist einfach nichts vorgefallen. Reden wir nicht mehr drüber. Den Johnny habe ich jetzt hier gefunden. Da wollte ich natürlich jetzt gerade ein bisschen Heu mitnehmen. Deswegen bin ich die Strecke gerade abgefahren. Genau. Moin YouTube und einen schönen heiligen Abend euch allen da draußen. So, das mit den Dingens läuft noch nicht so optimal. Genau, da machen wir wieder ein bisschen Stroh in die Strohpellets. Und dann können wir das Förderband wieder nach Hause holen. Wir müssen nämlich den Mist in die Düngerproduktion schaffen. Das muss auch noch gemacht werden. Stand auch sehr, sehr häufig in den Kommentarsken. Ja, nee, also du machst es auch gut. Ich bin auch stolz auf dich, weil das muss man auch erstmal geschafft haben. Jungs, wir haben zwei Bäume im Hof und du hast einen davon getroffen. Respekt. Da ist ein Kalksilo, ne? Ich wollte es auch nochmal sagen. Muss einfach mal gegen den Strom schwimmen, ne? Das machst du richtig gut. Nee. Mach nur so weiter. Ich habe noch Rückgaberecht auf dich, ne? Ich wollte es auch nochmal wiederholt haben. Hallo? Willst du tanken oder was hast du da gesehen? Oder läuft da ein Häschen oder? Das sind Kühe. Hallo? So, da ist aber eine Halle, ne? Siehst du? Da ist ein Zaun. Ja. Du machst es ja gar nicht so falsch. Du weißt, dass da vorne ein Graben kommt, ne? Ich sag's dir nochmal, da kommt ein Graben. Ja, gib ihm richtig, ey. So, warte mal, wir müssen da, glaube ich, was reparieren. Hallo, das ist gesät. Hallo. Was machst du da genau? Ich weiß es nicht. Ist irgendwas passiert eigentlich? Nö, ne? So. Und euer Donnerstag so. Wie war's bisher? Hattet ihr eine schöne Woche? Ja, Tensuko, ich höre dich. Ich höre dich bis hierher. Ist okay. Ist okay. Oh mein Gott. Ganz normaler Donnerstag, ne? So, das hauen wir hier rein und dann werden wir den erstmal parken, weil ich habe momentan... Achso, ne Quatsch, mit Soße. Wir können mit dem ja den Mist rumfahren. Wir können mit dem ja den Mist rumfahren. Alles gut. Dann fahren wir den gleich mal jetzt vor den Kuhstall. Wir können natürlich beim Kuhstall auch noch schauen, ob wir da wieder genug Milch zusammen haben. Der 828er hat durchdrehende Reifen. Nö, da habe ich auf alle Fälle Bock drauf. Das sah tatsächlich mal lustig aus. Das ist schön, dass ihr euch amüsiert. Das ist toll. Das freut mich natürlich extrem. So. Einmal drehen in zwei Zügen. Da sind wir. So, dann hüpfen wir jetzt direkt Lee zur der BGA hin. Heute ist Natascha da. Natascha macht das richtig gut. Natascha, du hast richtig Bock, ne? Ich werde das ja. Förderband. Ich habe den Kurs falsch zusammengebaut, das stimmt. Kennst du Voice Attack? Kenne ich nicht. Ist eine Sprachsteuerung, die man für den Les verwenden kann. Das Programm kostet $10 und ist wirklich mega cool. Ich habe das noch nie gehört oder getestet, muss ich sagen.
Ich weiß, dass da noch Silage drin ist, Jungs. Alles gut. Oh nein, das wird ein Problem für den CP-Fahrer. Oh nein. Natascha, das ist nicht so, wie es... Moment. Oh nein. Oh, schau weg hier. Kann ich das... Los, los, na los, ja los, na, na, na. Naja, es war ein Versuch wert, ne? Es, mehr kann ich dazu nicht sagen, es war ein Versuch wert. Hätte ja auch klappen können. Huch, was war denn das jetzt? Ein Windrad, glaube ich. So. Förderband aufbauen am Hof, dann müssen wir, den Fendt neu sortieren, weil der hat, die habe ich wahrscheinlich falsch zusammengestellt, die Kurse. Bam, 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 bam. Also wir haben vorher gerade eine, wir haben vorher gerade eine Abstimmung im Livestream gemacht, was als nächstes gekauft wird. Wir haben als Auswahl gehabt Felder, Dieselproduktion oder ein zweiter Drescher, und die Dieselproduktion hat gewonnen tatsächlich. Weiß jemand? Kann mir einer in den Chat schreiben? Ich glaube, es sind 599.000. Was kostet denn die Dieselproduktion? Ich glaube, wie gesagt, 600 CP Partyprogramm. Oh nein, hör auf. So, Auto. Was war das davor? Hast du mich vor Augen gehupt? Hast du mich echt angehupt, Auto? Du kannst ja echt froh sein, dass ich hier abbiegen muss, ne? Da hast du nur mal Glück gehabt, du. Ich kenne das auch erst seit dem letzten Livestream bei Lunchbox, wo ich auf Mod bin oder Tobi wird getestet, einfach. Okay. Kann man sich mal anschauen. Hast du da irgendwie einen Link zu Blood Angel oder nur theoretisch? Aber es klingt schon. Hallo, 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 hör auf, stopp! Nein, aus. 595.000? Ja, ist ein Schnapper, ne? Das haben wir ja ganz locker hier. Ganz locker sitzt die Kohle hier. So. Dann lass uns nochmal schauen, was... Du bist leer? Okay. Das müssen wir reparieren. Das war mein eigenes, ne? So, stop it. Dann laden wir den erstmal ab. Ich schicke dir hier rein, wenn ich darf. Nee, bei Discord bitte. Bei Discord. Bei Discord wäre super. Bam, bam. Lala. Müsste passen. Hey, also, ja gut. Leck, 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 leck. Ist normal, alles gut. Mach ich, super, danke dir. Strommasten, Strommasten. Nichts gesagt. Der ist halt noch nicht fertig, ne? So, hier wird aufgeladen. Schön, hier wird... Oh, oh, haben wir keinen Kies mehr? Haben wir keinen Kies mehr? Nö, Kies ist fast aus. Aber Sand haben wir noch jede Menge. Dann machen wir das so, dass wir den Kies hier rauswerfen und den Sand jetzt nehmen. Genau, hier wollte ich nochmal Kalk bringen. Kurz die Stelle merken, wo du aufgehört hast. Ah ja, das ist einfach. Jörg, grüß dich. Ich muss jetzt gleich mal überlegen, was ich verkaufe, dass ich
diese Dieselproduktion hin? Und vor allem, wie groß ist die? Die ist ja wahrscheinlich riesengroß, ne? Ich habe doch keinen Platz mehr im Hof, Jungs. Also langsam wird's eng hier. Wir können aber gleich mal schauen, was wir verkaufen. Pellets. Wir schauen mal, wie viele Pellets wir haben tatsächlich. Du, ich weiß noch nicht, nix, wofür ich den ganzen Sand, Kies und das ganze Zeug, aber... Nee, die ist recht klein. Oh, das ist gut. Das hört sich sehr gut an. Lass uns mal schauen. Zellstofffabrik läuft nicht mehr, by the way. Papier haben wir hier. Karton haben wir hier. Toilettenpapier ist wieder lieferbar, meine Freunde. Sehr schön. Da klopfen wir mal 22 Palettchen raus, würde ich sagen. So, mein Freund, du darfst die das Toilettenpapier wegbringen. Da steht schon bereit, dieses dreilagige Gute. Was ist hier schon? Oh, nee. Wie das machst du es falsch, ne? Das Hamster kann beginnen. Yay. Vierlagig. Alter, was? Also, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die Toilettenpapier zu Weihnachten verschenken, ne? Jetzt denk dir mal, du machst so ein Zehnerpack Toilettenpapier auf unter Weihnachtsbaum. Also, du flippst ja aus, flippst du da. Das ist ja Weltuntergangsstimmung. Ach, nee, ja, kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste. Fahrt alle rein, gar kein Problem. Nur dreilagig? Naja. Charmin, beste. Charmin ist wirklich geil. Achso, warte mal, da sind noch irgendwelche Ballen eingestellt, ne? So, glaubt ihr, sollen wir den mal ohne Probleme losschicken, oder? Bin mir halt ziemlich sicher, dass es für Toilettenpapier irgendwo einen sehr, sehr guten Preis gibt. Wir schauen mal. Tinex gibt es noch Krieg wegen Toilettenpapier. Ja, glaube ich schon, ey. So, Toilettenpapierchen 2000 bei Edeka. Bei Edeka? Ja, für Edeka habe ich sonst nichts. Oder haben wir vielleicht irgendwas Milchmäßiges für Edeka? Wo sind denn die Milchprodukte? Lidl? Lidl, verdammt nochmal. War klar, ne? Grüße aus der Schweiz, Grüße zurück in die wunderschöne Schweiz. Ich traue mich da nicht loszuschicken. Wir haben 31 Paletten drauf. Ich möchte gerne, dass 31 Paletten auch ankommen. Können auch selber fahren eigentlich, ne? Wir haben ja die Zeit. Wenn hier mal der Stau aufgelöst wird, du. Ja, ich sehe doch schon. Alles gut. Oh Gott. Oh Gott. Alles. Enttäusch mich jetzt nicht, Fan, ne? Mit ist witziger. Ja, das glaube ich. Das glaube ich, dass euch das wieder amüsiert, wenn ich irgendwie das Toilettenpapier im Graben suchen muss, ey. Ladeinsel, deine Discord-Nachricht ist angekommen. 3 Stück, by the way. Dankeschön. Was machst du so an Weihnachten? Einfach mal Weihnachten genießen. Also der Plan für heute Abend, also heute ist ja Weihnachten, ja, wisst ihr Bescheid. Plan für heute Abend ist einfach den ruhigen machen und einfach nur mal Weihnachten genießen. Einfach mal nichts Besonderes machen, nicht irgendwie an irgendwas denken, sondern einfach nur mal Weihnachten genießen. Das ist, glaube ich, der Highlight des Jahres. Einfach nur mal nichts, weißt du? Nicht irgendwie denken, was mache ich morgen, was mache ich irgendwie nächste Woche, was kommt dann und so weiter. Einfach mal nichts machen. Da glaube ich schon ganz, 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 ganz viel heutzutage. Vorbeigefahren? Ehrlich, vorbeigefahren? Moin. Ja, da oben war es, habt ihr recht. Nee, wo war denn das jetzt nochmal? Andere Seite, ihr macht mich verrückt. Da ist es ja.
So, das bringen wir rüber. Oh mein Gott. So, und da mir natürlich sehr viel daran liegt, dass es zu Weihnachten Kackpappe gibt, bringen wir die jetzt noch weg. Die Folge ist eigentlich vorbei, aber für euch, meine Damen und Herren, bringe ich das Toilettenpapier höchstpersönlich zu Edeka, um sicherzustellen, dass genug Toilettenpapier für die ganzen Weihnachtsfeiertage da ist. Wie gesagt, 31 Paletten haben wir dabei. Da fühle ich mich einfach verantwortlich für. By the way, wir könnten wieder mal Rasen mähen hier. Sieht auch schon wieder etwas, gehört etwas gestutzt, würde ich sagen. Gehört etwas gestutzt. So, jetzt Preisschätzungen abgeben. Okay, bereit machen. Perfekt. Oh, ist auch ein schönes Feld hier, ne? Auch ein schönes Feld hier oben. So, jetzt müssen wir mal schauen, weil bei Edeka bin ich immer vorbeigefahren. Aber ich glaube, das war hinterm Baumarkt, wenn ich mich recht entsinne. Sicher bin ich mir aber nicht. So, das war Lidl. Da wollen wir nicht hin. Da wollen wir nicht hin. Wir müssen weiter. 200.000? 140.000? Also 200.000 könnte ich schon mit leben, muss ich sagen. 50.000? 235.000? Oh! Grüß euch, da bin ich. 200k? 12 Euronen, Jörgi, Alter. Hallo, wer hat die Laterne denn gemacht? Habe ich da einen Radfahrer erwischt oder was so? Ach so, der Mülleimer natürlich wieder. Grüß euch. Vorsicht, Laterne. Ja. Schon mal gehört von. Warte. Ausschalten. Dann machen wir mal die Abladeseite. Ja. Und weg. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was das bringt. Ihr seht es oben links, oben rechts. So ist es richtig. Wir müssen aber da bleiben, weil ich glaube, das ist heiß begehrte Ware hier. Da kann ich nicht einfach weglaufen, weil sonst, ne? Wir können den ja schon mal nach Hause schicken. Das glaube ich kann er. Weil ich möchte tatsächlich jetzt noch wissen, was das bringt. Und vielleicht ist denn auch schon die Dieselproduktion fertig. Oder beziehungsweise bereit in der nächsten Folge. Mal schauen. Lass mal kurz gucken, was hier schon wieder... Sag mal. Ja. Nee, stehen. Also, hast recht. Bleib erstmal ein bisschen stehen hier. Man muss sich auch mal eine Pause gönnen. Bin ich ganz deiner Meinung. So gar nicht? Das Geld zählt immer noch. Es ist immer noch dabei. Entlassen, auf das Feld fahren. Okay. Er endet kurz vor dem Feld. Das ist halt 600.000 Euro haben wir jetzt schon. Lol. 302.000 Euro. 302.000 Euro, meine Damen und Herren, war das Toilettenpapier. Nicht schlecht. Damit können wir die Dieselproduktion kaufen. Nicht starten, sondern auf Anlauf. Warte. Gut, liebe Leute, wir sind erstmal fertig für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da. Du bleibst hier, mein Freund. Und wir sehen uns beim nächsten Mal gerne wieder am Sonntag, glaube ich, müsste das sein. Huch. Bis dahin, macht es gut. Ciao.